Ja, hallo meine Lieben. Ich habe ein kurzes Zeugnis von ganz aktuell von Sonntag. Ich war am Sonntag am Abend wieder mal unterwegs mit Auto, weil ich oft nicht weiß, was ich machen soll am Abend. Jetzt hat ja nichts offen und da fahre ich gern selber mal alleine mit dem Auto spazieren und steige dann aus, gehe ein bisschen spazieren oder erledige wie diesmal wieder mal meinen Bankweg. Ja, ich fahre dann am Abend dann gern zur Bank, wenn nichts mehr los ist und zahle meine Rechnungen ein und so. Und das habe ich diesmal wieder gemacht. Und im Foyer von der Bank, da gibt es leider nur ein Kontogerät, ja, und da war eine junge, nette, kleine, zierliche Frau, vielleicht 40 Jahre alt. Und ja, die hat sich dann entschuldigt, dass sie so lange braucht, weil sie hatte ganz viele Rechnungen. Und so kamen wir dann ins Gespräch. Und ja, ich konnte ihr dann auch helfen. Sie hatte ein Problem mit ihrem E-Mail-Account. Der schien wahrscheinlich gehackt zu sein. Ich konnte ihr da helfen auch. Und sie hat dann Vertrauen gefasst und wir redeten dann so über Gott und die Welt. Und ja, wir kamen dann irgendwann einmal zum Thema Glauben auch. Und es stellte sich heraus, dass sie orthodox ist. Und ja, das hat mich sehr gefreut. Da konnte ich dann gleich ein bisschen anbinden, das Thema. Und so haben wir gesprochen über den Glauben und so weiter und über die heutige Situation. Und sie hat halt dann gemeint, dass es bei ihr zu Hause oder in einem Haus, wo sie war, immer wieder gespukt hat. Ich glaube, bei den Schwiegereltern. Und ich habe dann gesagt, das ist vielleicht eine Auswirkung auch von Okkultismus oder von irgendwelchen Techniken. Und sie hat mich eben, ich habe das deswegen gefragt, weil sie mich gefragt hat, welches Sternzeichen ich habe. Da wusste ich, okay, sie bringt da was durcheinander. Und ich habe ihr dann behutsam erklärt, dass das halt nicht so gut ist, dass sie das lassen soll. Es ist nicht biblisch und sie soll lieber diese orthodoxe Richtung gehen. Das ist eine schöne Sache und ich kann das nur empfehlen aus eigener Erfahrung. Und ich war früher auch in der Astrologie. Ich war Hobbyastrologe. Ich habe das berechnet, gedeutet für Freunde und so weiter. Und ich habe gesagt, es ist nichts Gutes, es bringt nichts Gutes und sie soll lieber, es ist schöner für sie, in der Bibel zu lesen zum Beispiel oder zu einem Pfarrer zu gehen, einmal das zu beichten, die Seele frei zu machen. Und ja, sie hat auch gesagt, sie war schon mal bei einem Pfarrer, aber der hat ihr nicht geglaubt. Und ja, ich habe gesagt, da hilft es nur für dich, gehst du zu einem anderen Pfarrer und sprichst du wieder darüber und lässt du dich freisprechen und dann wirst du sehen, du wirst ganz, ganz frei sein, du wirst diese Richtung gehen und zu Hause, es wird sich alles beruhigen, es wird sich alles legen. Und sie war so dankbar, also sie hat sich total, das Gesicht wurde lächelnd und leicht und ich habe mich so gefreut, dass ich ihr da helfen konnte. Sie wusste das eben nicht und sie hat das ein bisschen durcheinander gemischt. Das machen leider viele, auch Christen vor allem und ich finde das schade, weil man weiß ja auch zu wenig, man bekommt ja auch zu wenig Input. Und ich liebe es einfach im Alltag, die Leute ein bisschen zu ja, evangelisieren, ein bisschen aufzuklären, auch was ich jetzt alles weiß. Ich habe jetzt in 1,5 Jahren Glaubensleben sehr viel Wissen angehäuft, auch Glaube, und ich gebe das wahnsinnig gern weiter. Also für mich ist das, die Mission ist für mich die volle Bestimmung. Also das erfüllt mich total. Das ist, ich bin so ein Alltagstyp, ich gehe unter die Leute und wenn es passt, dann rede ich drüber und dann helfe ich und dann versuche ich die sozusagen auf Schiene zu bringen mit dem Glauben und ja, das ist ganz toll. Also ich hole die Leute dort ab, wo sie sind. Ich versuche es halt und ja, das ist ganz toll. Also die Leute freuen sich großteils. Manche sind ein bisschen aggressiv, aber ja, die fühlen sich bevormundet. Da muss man es dann halt in diesem Moment lassen oder irgendwie andere Schiene fahren. Aber meistens freuen sich die Leute und ich habe dann auch immer ein Feuerstromkärtchen dabei, damit sie was für zu Hause in der Hand haben, nachschauen können, weitermachen können. Das ist wichtig, dass man anbinden kann. Ja, und am Schluss, ich bin dann schon gegangen, hat sie gemeint, sie würde noch gern zu einem Medium gehen. Sie hat da so einen Flyer von einem Medium. Dann habe ich gesagt, bitte mach das nicht. Das ist auch diese Richtung. Lass diese Richtung bleiben. Es ist nicht gut, du holst dir damit nichts Gutes heim. Und ja, sie hat dann wirklich diesen Flyer, sie hat gesagt, sie schmeißt den jetzt weg. Und ich habe mich so gefreut. Also die ist dann wirklich so, also ich hoffe für sie, dass sie da wirklich auf Schiene gekommen ist. Ich würde es ihr wünschen, ich würde mich für sie freuen. Und ja, und so würde ich hoffen und freuen, dass ich
weiterhin das machen kann. Das ist wirklich meine große Freude. Und ja, einfach im Alltag Leute ein bisschen abzuholen im Glauben und einfach ein bisschen ja, zu missionieren sozusagen. Und ja, ein kleiner Alltagsmissionar zu sein, das ist ganz lustig. Also ich mache das sehr gern und das erfüllt mich. Und das ist meine neue Erfüllung und Bestimmung einfach, ja. Also ich bin froh, dass ich diese Sache gefunden habe und ja, das Evangelisieren ist wirklich sinnvoll und macht Spaß. Und ich mache weiter und vielleicht habe ich demnächst bald wieder mal ein Video oder ein Zeugnis. Tschüss derweil!